gestolpert und gefallen? Doch, doch. Doch nie so schön wie ihr. Wann trug sich die Begebenheit denn zu? Jetzt. In dem Augenblick, da ich den Bett entsteige, hatte noch das Morgenlied im Mund. Da stolper ich in den Morgen schon und ehe ich noch den Lauf des Tags beginne, rennt unser Herrgott mir Buschkopf. Den Linden, Richter Adam? Ja, den Linden. Vater, fragt ihr dich? Freier liegt dir doch ein Fußist. Klubfüße rutschen ganz besonders gern. Was? Und was hat das Gesicht euch so verrenkt? Mir? Das Gesicht? Wie? Davon wisst ihr nichts? Müsste Lügner sein. Sieht's denn aus? Wie es aussieht? Ja? Abscheulich. Ich erkläre euch deutlich, ja? Es ist ein Gräuel zu sehen. Es ist arg zerschunden und zerstört, als hätte euch jemand durchs Gebüsch geprügelt. Die Wange ist zerkratzt, die Nase hat gelitten, ein Auge ist blau und Blutgebeulen sitzen euch an Stirn und Hinterkopf. Ja, ja, geht's im Feuer des Gefechts. Gefecht? Was? Mit dem verfluchten Ofen focht nicht, wenn ihr wollt, ja, ja, jetzt weiß ich's. Ne? Weil ich das Gleichgewicht verliere und gleichsam häuptlings mit dem Stirnblatt schmettrig auf dem Ofen hin. Gut, gut. Ja, verdammt, genau so was. Das war der erste Adamsfall, den ich aus seinem Bett hinausgetan habe. Adamsfall. Doch, was ich sagen wollte, gibt's ein Neues. Verzeiht, Herr Richter, aber beinahe hätte ich's vergessen. Recht. Macht euch bereit auf einen unerwarteten Besuch aus Utrecht. Utrecht? Der Herr Gerichtsrat kommt. Wer kommt? Der Herr Gerichtsrat Walter kommt aus Utrecht. Noch heute trifft er bei uns ein. Und wozu? Ich denke, er will sich überzeugen, ob alles stimmt in unserem Dorfgericht. Der Herr Gerichtsrat ist auch neu im Amt und nimmt es ganz besonders ernst. In Holla, wo er gestern war, erhängte sich der Richter, weil der Gerichtsrat Walter aus dem Amt jagte. Was sagt ihr da? Hilfe inzwischen kommt herbei, man nimmt die Raten, man reibt ihn und begießt ihn. Ins nackte Leben bringt man ihn zurück. So, bringt man ihn. Jetzt ist sein Haus versiegelt und wegen Schlamperei muss er vors Landgericht. Weil er sich bestechen ließ, wird er dort angeklagt. Und was erwartet? Nichts Gutes, Richter Adam. Seine Stelle hat gestern schon der Schreiber eingenommen. All das berichtete ein Bauer, der heute sehr früh aus Holla kam. Wird nicht auch irgendwie der Schreiber nicht? Ne? Ja, 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 ja. Solange ihr im Amt seid, Richter Adam, nie. Ich hoffe, seine Tage sind gezählt. Brummel dir da nicht. Nichts, nichts. Ich habe nur laut gedacht. Na, dann folgt mir in die Registratur, Herr Wien. Die Aktenstöße setze ich auf, denn die um die liegen wie der Ton zu Badeln. Gott helft, der Richter! Der Gerichtsrat Walter wird gleich da sein. Eieieiei, du gerechter Himmel. Das ist der Mittel mit dem Rollladen schon fertig. Ja, ja, ist die Kreuzung schon. So, ruhig, ruhig. Jetzt. Lasst euren Dank vermelden. Was mach ich? Was lasse ich? Wollt ihr die Hosen anziehen? Seid ihr voll? Die Hosen?
in Häusern schon fertig. In Häusern schon. Morgen ist es schon nach Husser Heben. Beste, Herr Richter. Beste, Beste. Beste, Beste. Beste, 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 Beste. Wir sind zugleich bereit, ihn zu empfangen. Teufel auch. Lass du mich entschuldigen. Entschuldigen? Bist du denn schon unterwegs? Weißt du, wird's auch noch. Das ist gut. Empfehle mich. Hätte Hals und Beine fast gebrochen, sie selbst. Spektakel, wie die aussehen. Wäre krank? Krank, sei von Sinn. Der Gerichtsrat steht schon vor der Tür zum Henker. Was? Teufel sei die Kohle! Das fehlte noch. Liese! Du Sack voll Knochen, Liese! Fort, sage ich dann, die Registratur. Schaff Käse, Butter, Würste und auch die Flaschen schnell hinaus. Dann schießt ihr mir die Akten aufeinander, mach Ordnung und schau nicht so blöd! Ah, Herr Richter! Oh. Pack dich! Und bring mir die Perücke, schnell! Willkommen, willkommen!
Das Obertribunal in Utrecht will die Rechtspflege auf dem Land verbessern. Sehen soll ich bloß, nicht strafen. Und finde ich nicht gleich alles, wie es soll. Ich freue mich, wenn es erträglich ist. Fürwahr, so edle Denkart muss man loben. Allein es fehlt. Es fehlt an Vorschriften, ganz recht. Vielmehr, es sind zu viel, man wird sie sichten müssen. Nur ein großes Sieb, viel Spreu, viel Spreu. Seid ihr der Schreiber? Lichtmeier, schreibe nicht zu eurem hohen Knaben. Pfingsten 9 Jahre, dass ich im Justizamt bin. Setzt euch, lasst sein. Ihr kommt von Holland? Woher wisst ihr das? Woher? Ein Bauer sagt es, die ihr eben erst aus Holland getroffen. Bauer? Ein Bauer? Ja, es trug sich dort ein unangenehmer Vorfall zu, der mir die heitere Laune störte. Wer ist Barschläger, Herr? Richtet dort ihr Hinsicht auf? Und machte übel Ärger, was nur Unordnung schien, Verborgenheit, nimmt jetzt den Schein an von Veruntreuung, die das Gesetz, ihr wisst, nicht mehr verschont. Wie viel Kassen habt ihr? 5, euer Name. 5? Ich dachte 4. Sagt doch, ihr habt ja wohl Gerichtstag heute. Ob wir? Ja, ja, die Kinder warten draußen. Die Schar von Leuten, die ich ja vor dem Flure sah, das werden ja, wir. Die Kinder sind's, die sich bereits versammeln. Lasst diese Leute, wenn's beliebt, erscheinen. Ich wohne dem Gerichtsgang bei und sehe, wie er in eurem Häuschen üblich ist. Wir prüfen die Kassen und die Registratur nachher. Wie ihr befehlt. Gruß von der Künstlerin, Herr Richter. So gern Sie die Gruppe auch geben möchten. Der Küster hatte selbst die eine auf und die andere sollte heute zum Perücken machen. Verflucht! Was gibt's? Ein Zufall, ein Verwünschter hat uns beide Perücken mitgebracht. Und jetzt bleibt mir die dritte aus, die ich mir leihen wollte. Ich muss kahlköpfig den Gerichtstag halten. Kahlköpfig? Wie soll ich's erklären, euer Gnaden? Ich denke kurz und bündig. Das ist Lise, meine Magdin. Ich schicke sie zur Küsterin. Ja, wegen der Perücke. Doch der Küster braucht sie selber. Ich müsste es auf dem Vorwerk noch versuchen, um mir vielleicht der Pächter. Wenn ihr erlaubt, schicke ich aufs Vorwerk. Ihr denkt jetzt zu warten, bis die Haare euch wachsen? Wie weit ist es auf das Vorwerk? Kleines halbes Stündchen. Eine halbe Stunde und eure Sitzungsstunde schlug bereits. Macht fort, ich muss noch heute nach Hussein. Ja, 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 macht fort! So pudert euch den Kopf, helft euch so gut ihr könnt. Ich habe Eile. Soll ich sie wirklich nicht aufs Vorwerk schicken? Inzwischen könnt ihr das Frühstück zu euch nehmen. Inamer Käse, Stückchen Wurst aus Braunschweig, ne? Glas Wein, Stückchen Danziger. Ich habe schon. Seid ihr bös verletzt, Herr Richter? Seid ihr gefallen? Heute Morgen, da ich aus dem Bett stieg, ein Schlag ins Zimmer hin, ich dachte, es wäre das Grab. Das tut mir leid. Es wird doch weiter nicht von Folgen sein. Licht! Lass ihr die Kläger an! Denke nicht. Und auch in meiner Pflicht soll es weiter mit dem Spüren werden. Gut. Erlaubt? Bitte. Ihr Vorgerichtsgesindel sollt ihr büßen, dass der Rat meinen Tod zertrümmert hat. Wozu das Schimpfen, Marte? Wenn du hier recht bekommst, will ich den Krug dir voll ersetzen. Willst mir den Krug ersetzen? Setz ihn mal hin, versuch doch mal, der Krug, der keinen Ball zum Stehen hat. Zum Liegen oder Sitzen hat er weg! Was kalterst du? Wenn jemand hier von uns den Krug zerbrochen hat, sollst du entschädigt werden. Entschädigt? Als ob ein Stück von meinem Horn spräche! Meinst du, dass die Justiz ein Töpfer werde? Entschädigen! Lass sie, Vater!
ist der zerbrochene Krugnick, der euch Gräben vom hatte. Hochzeit ist es, die in die Brüche ging und die ihr vor Gericht zu blicken habt. Doch da habt ihr vergebens mit eurer Tochter. So schändlich ich mich betrog, hab ich seit gestern Nacht nichts mehr zu schaffen. Ach, Ruprecht! Ah, lass mich! Liebster Ruprecht, hör mich an! Wozu? Du gehst zum Regiment und in den Krieg. Wer weiß, ob wir im Leben uns hier wiedersehen. Ich weiß, woran ich mit dir bin. Krieg ist's. Bedenke Krieg, in den du ziehst. Willst du mit diesem Grolle von mir scheiden? Ich traue keinen Weibschritt nach, dass jedermanns Bild seine Kammer öffnet. Weg von ihm! Der Lump hat mit dem Flug auf unser Herz erschlagen. Soll er dich hier auch noch beschimpfen dürfen? Mutter, lass doch den Krug. Lass mich doch in der Stadt versuchen, ob ein geschickter Handwerksmann die Scheren mir zusammengefügt. Nichts verstehst du, Evchen. Wer wollte denn um meine Hilde den Krug? Und wäre das Erbstück noch so alt, soll ich einen Aufruhr machen, so viel Unheil stiften. Kind, dein guter Name lag in diesem Topf. Und vor der Welt mit ihm ward er zerstoßen. Auf den Scheiter auf mein Gesindel! Bezähmt euch und benehmt euch! Das ist der Ruprecht mit der ganzen Zuschrift. Die werden mich doch nicht bei mir verklagen. Was meint ihr, Richter? Nichts von Bedeutung, euer Gnaden. Ist euch bekannt, was die da wollen? Was weiß ich? Lärm und nichts. Lappalien. Es ist ein Krug zerbrochen, höre ich. So, ein Krug. Und wer zerbracht den Krug? Wer ihn zerbrochen hat, das weiß ich. Doch setzt euch auf euren Richterstuhl, dann werde ich es erfahren. Evchen. Geht. Ein Wort. Ich will nichts wissen. Was wollt ihr mir? Ich sage, geht. Hört, Herr Schreiber, ich halte es nicht aus. Die Wunde am Kopf, sie macht mir Übelkeiten. Für mir die Sache, ich will zu Bette gehen. Zum Hexagel von Sinnen? Der Henker muss mich übergeben. Dann erklärt das dem Gerichtsrat doch. Ich weiß nicht, was euch fehlt. Evchen, ich flehe dich an. Was ist das, ihr mir bringt? Er wird's schon hören. Das war der Krug dort, den die Mutter hält? Ja, der zerbrochene Krug. Weiter nichts? Bleib dein Ruprecht hier. Du weißt, ich habe das Attest, dass du vom Auslandsdienst befreit hast. Hier in meiner Tasche. Hörst du es knistern? Geht doch endlich! Denk an den Ruprecht. Wenn du mich verrätst, musst du den Krieg nach Ostindien. Ihr seid gemein. Und Krepierer. Einen Silbergeld, Scharnach, Zaun. Herr Richter Adam. Euer Gnaden wünschen? Recht vor der Sitzung nicht mit den Parteien. Gleich. Geht mit dem Prozess. Und wie, jetzt? Wie viel jetzt soll die Prozedur? Ihr seid ja sonderbar zerstreut. Nehmt Platz und ruft den Kläger vor den Tisch. Und ihr, Herr Schreiber, führt das Protokoll. Jawohl. Nun, seid ihr bereit? Herr Schreiber? Bereit, Herr Richter. So nimm Gerechtigkeit denn deinen Lauf. Die Sitzung ist eröffnet. Kläger, trete vor. Hier, Herr Dorfrichter. Wer seid ihr? Wer? Ihr? Wer ich? Wer ihr seid? Name, Anschrift, Wohnort, Stand und so weiter und so weiter. Wollt ihr mich verspotten? Frau Klägerin! Ich sitze hier im Namen der Justiz, Frau Marte. Und die Justiz muss wissen, wer ihr seid. Ach, das ist doch die sonderbare Frage. Ach was, er kennt mich gut. Er guckt mir jeden Sonntag durch das Fenster, wenn er hinaus zum Vorwerk geht. Kennt ihr die Frau? Sie wohnt hier um die Ecke, euer Name. Wenn man den Fußweg durch die Hecken nimmt, das ist die Witwe eines Kastellans. Hebamme jetzt, aber sonst die ehrliche Frau von gutem Rufe. Dann braucht ihr sich auch nach Stand und Namen nicht zu fragen.
Setzt Schreiber Ihren Namen in das Protokoll mit den Vermerke dem Amte wohlbekannt. Sehr wohl, Herr Klage. Fragt nach dem Gegenstand der Klage jetzt. Jetzt? Ja, den Gegenstand erwecken soll ich. Was ist der Gegenstand der Klage? Hier dieser Zug. Dem Amte wohlbekannt. Ach du meine Güte. Dieser Krug hier, der zerbrochene. Und wer zerbrach den Krug? Ja, gewiss der Stimme dort. Der, der Rupprechtor. Also, der Rupprecht. Ist dir alles klar? Ach, gar nichts ist klar. Ich habe ihn nicht zerbrochen. Mit Leugnen? Rupprecht? Machst du es nur noch schlimmer? Leg ein Geständnis ab. Dann will ich Gnade bald verlassen. Straf dich nicht zu hart. Ich hab ihn nicht zerschlagen. Das beschwöre ich. Willst du jetzt auch noch einen Meineid auf dich laden? Herr Richter Adam, nein, so geht das nicht. So wurde noch nie ein Prozess eröffnet. Wenn ihr es nicht anders könnt, hört auf. Vielleicht kann es euer Schreiber besser. Viel besser, euer Gnaden. Befehlt euer Gnaden den Prozess nach den Formalitäten oder so, wie in Häusung üblich ist zu führen? Nach den gesetzlichen Formalitäten, wie es in Häusung üblich ist, nicht anders. Gut, gut, gut. Seid ihr bereit, Herr Schreiber? Ja, bereit, euer Leben. Frau Marthe Roll, bringt eure Klage vor. Seht ihr den Krug, ihr wertgeschätzten Herren? Seht ihr den Krug? Ja, wir sehen ihn. Nicht seht ihr, mit Verlaub. Die Scherben seht ihr. Der Krüge Schönster ist entzweigeschlagen. Da, wo das große Loch gähnt, stand der Kaiser Karl. Jetzt seht ihr hier nur seine Beine. Da in der Mitte war der Erzbischof von Arras. Und hat der Teufel ganz geholt. Und von den Adeligen, von den Niederlanden, sind hier nur Köpfe, dort ein Bauch und da die Füße zu sehen. Durch mehr als 100 Jahre ist das Erbstück heil geblieben. Nun hat es dieser Unhold mir zerstört. Das ist gelogen. Schweig, dass man mich fragt. Habt ihr sie Protokoll vergessen? Jawohl, Herr Richter. Erzählt den Hergang, würdige Frau Martin. Es war gestern gegen 11. Vormittags. Nein, in der Nacht. Und schon die Lampen im Bette will ich löschen, als laute Männerstimme, ein Tumult in meiner Tochter abgelegenen Kammer, als ob der Feind einbräche, mich erschreckt. Geschwind die Treppe eigentlich hinab, die Tür zu Eves Kammer finde ich aufgebrochen. Ich hörte wüste Schimpfen, hob das Licht. Und was finde ich jetzt, Herr Richter? Was jetzt finde ich? Den Krug finde ich zerbrochen auf dem Boden liegen. Mir war, als hätte mich der Schlag getroffen. Weiter. Das Mädchen rang die Hände. Der Lümmel dort stand mit geballten Fäusten wie ein Klotz. Herr Rupprecht, hat Sie eine Antwort fort? Ich stelle ihn nur zur Rede, was er hier in später Nacht zu suchen, mir die Krüge des Hauses oben einzuschlagen habe. Und er, zur Antwort gibt er mir, der Unverschämte, der Halunke, er spricht, es habe ein anderer den Klug vom Sims gestürzt. Ein anderer, ich bitte euch, der vor ihm aus der Kammer nur entwichen. Und über Rücken schimpft mir da das Mädchen. Faule Fische, ich sehe das Mädchen fragend an. Die steht gleich an der Leiche da. Ich sage, Eve, ist's ein anderer gewesen, frag ich. Was denkst du, Mutter, auch? Und schwört mir zu, dass er's gewesen ist. Was schwor ich dir? Was hab ich geschworen? Nichts schwor ich nicht. Hilfe! Da hört ihr's. Hund, ihr verfluchter Schwein! Du hättest nicht geschworen. Geschworen nicht? Das hast du falsch verstanden. Ich war nur sehr erschrocken und verwirrt. Da habe ich missverständlich wohl geredet. Der Ruprecht war's nicht. Und wer? Wer soll... Beruhigt euch, Frau Marthe, und schüchtert mir das arme Kind nicht ein. Missverständnis ist doch keins am Rechten. Ihr redet seltsam, Richter Adam.
Partei ergreift. Ja, das ist seltsam. Ich? Und Partei? Verirren wir sehr. Aus Mitleid mit dem Mädchen redest du. Du Dirne! Halt den Mund und schäme dich. Warum soll er sich schämen? Nun, er hat's getan. Das Mädchen ist verlagt gegen ihn und will ihm helfen. Alles. Was ihr nicht sagt. Ich kenne die Leute seine Schlacht. Herr Richter. Nein, nicht Ichchen. Heraus damit. Hast du es mir gestern nicht gesagt? Wer leugnet dir, dass ich es gesagt habe? Na, da habt ihr's. Metze! Metze! Herr Richter, aber. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Wenn ihr selbst den Krug zerschlagen hättet, ihr könntet von euch ab den Verdacht nicht eifriger hinwälzen auf den jungen Mann als jetzt. Fragt den Beklagten, wie es sich gehört. Den Ruprecht, euer Plan? Ja. Ja, wozu? Dem steht die Schuld doch ins Gesicht geschrieben. Überlege nur eine Strafmaß. Tut, was das Recht befiehlt und hört ihn an. Wenn es sein muss. Beklagter, treten Sie vor. Herr Ruprecht, bin der Sohn des Bauern Veit und wohne hier in Häusern. Dies sage ich gleich, damit ihr nicht erst fragen müsst. Werd bloß nicht frech. Ihr Schreiber Licht schreibt dem Amte wohlbekannt ins Protokoll. Und nun zu dir. Gesteh, dass du den Krug zerbrochen hast. Ich halte Gott! Verbrecher! Außer du gestehst. Soll ich den Schreiber jetzt an eure Stelle setzen? Aber nein. Und du steh nicht wie ein Boxer da, machst Maul auf und sag, was du zu sagen hast. Wenn man nicht zu Wort kommen ließe, gern. Jetzt hören wir. Ja, mach's kurz. Knapper das Geständnis, desto glimpflicher bestraft. Herr Richter! Ja. Nun rede schon, und wir weiterkommen. Gegen 10 war's gestern und die Nacht war warm, als hätten wir nicht Januar. Da sagte ich zu meinem Vater, dass ich noch zur Esel gehen wolle. Für einen Wein nur, für einen Klausch. Und mein Vater hatte nichts dagegen, denn die Esel war mir versprochen. Und im Sommer sollte auch Zeit sein. Mein Vater sagte, bleib nur vor dem Haus, damit die Leute nichts zu reden haben. Ja, seid ihr nicht vor dem Haus geblieben? Ja, Adam, sag jetzt weiter, war. Ich setzte meine Mütze auf und ging. Als ich zum Stehen kam, war der überschwemmt. Ich musste durch das Dorf zurück und einen weiten Umweg machen. Ich rannte, um nicht allzu spät zu kommen. Nun ist das Gartentür meistens zu, denke ich. Denn bis um 10 lässt Eva es noch offen. Ja, wenn ich um 10 nicht da bin, dann komme ich an diesem Abend nicht mehr. Unchristlich ist für junge Leute, sich nachts nach 10 im Januar zu treffen. So streng, Herr Richter. Ich bin Moralist. Leute, sollten Sie verschämen. Drauf weiter. Drauf? Lindengang, der zu Frau Martens Hause führte. Da hörte ich das Gartentürchen knacken. Ich dachte, Eva sei noch da. Und lief, so schnell ich laufen konnte. Dann blieb ich stehen, wie vor dem Kopf geschlagen. Ich sah die Eva und ein Kerl stand dicht bei ihr. Du sahst sie? Ja. Obwohl es dunkel war. Stockfinster war es und alle Katzen grau. Die Eva? Erkannte ich am weißen Kragen. Kerl sah ich als Unbesummer. Und? Wer war's? Ich konnte nicht erkennen, es. Nur Geschwätz, kein Beweis. Ach, Herr Richter Adam, was unterbrecht ihr ihn? Lasst ihn reden. Wie wär's mit einer Pause? Das sieht ja müde aus. Macht weiter, reizt mich nicht zu sehr. Wir befehlt. Beklagter, fahre fort. Ich habe nachgedacht und kann mir denken, dem Umriss nach, wenn er richtig. Was überlegen. Du vermutest, interessiert mich nicht. So manches falsche Urteil kam vermutet nur zustande. Jetzt reicht es mir. Ich
will den Namen hören. Nun, es kann der Lebrecht nur gewesen sein. Der Schuster, der der Esel schon lange schöne Augen macht. Der junge Lebrecht, ja, der war's, ganz bestimmt. Wie könnte das so sicher sein? Habt ihr es im Protokoll vermerkt? Ihr seid doch nicht dabei gewesen. Der Lebrecht? Liederlicher Mensch. Und das wissen alle hier im Dorf. Was Ruprecht sagt, hat man den Fuß. So, plötzlich. Sprich weiter, Ruprecht. Jetzt meinst du. Huschte in deinen Schlauch und lausche. Wäsche mich doch. Hörte ich ein Wispern. Es sah das Hin und Her der Schatten. Der eine zog, der andere sträubte sich. Verstanden hast du also nichts? Gar nichts, Herr Richter. Das ist gut. Wieso? Ich meine, gut, dass Sie so leise waren. Sie hätten sonst die Nachbarschaft belästigt und brave Bürger in der Ruhe gestoßen. Sprich weiter, was ich kann. Lauerte ein Stündchen, dann. Ja, und dann? Ja, dann verschwanden Sie zu zweit. Und was dann? Ich lief zum Haus. Die Tür war nicht verschlossen. Aus Eves Kammer klang Stimmen, ich hörte sie bis in den Flur hinaus. Als ich die Zimmertür verriegelt fand, trat ich sie ein. Blitzjunge, du! Die Tür flog auf. Der Kerl ergriff die Flucht und stieß vom Wandbrett den bewussten Krug. Es war so dunkel, dass ich ihn nicht richtig sah. Die Eve stand wie angewurzelt und auf dem Boden lag der Krug in Scherben. Erbstück mit dem Bild des Kaisers und den Edlen. Schon gut, schon gut. Tut jetzt nichts zur Sache. Und du meinst, der Lebrecht könnte es gewesen sein? Ich kann mir keinen anderen denken. Bleib dabei. Und dann? Ich stieß die Ehe beiseite, sprang zum Fenster und sah den Kerl noch in den Fehlen hängen. Am Spalier, an dem sich bis zum Dach der Weinstock rannte. Wie? In den Fehlen? Ja, Herr Richter, am Spalier. Dann? Als ich die Tür eintrat, war mir die Klinke in der Hand geblieben. Ich beugte mich so weit es ging hinaus und schlug dem Kerl die Klinke in meinen Kopf. War es eine Klinke? Was? Ja. Ja, die Türklinke. Der Junge stöhnte, fing ihn, und als auch ich durchs Fenster springen wollte, warf er mir groben Sand in beide Augen. Ich taumelte zurück und sah mich. Der Schuss verschwand auf dem Wiedersehen. Lebrecht? War nicht schön vor mir. Wenn er es gewesen ist, dann zahl ich ihm heim. Und was dann? Dann schimpfte ich die Eva in die Birne, doch weil sie gar so herzzerreißend weinte, stieg Mitleid in mir auf. Und mit Mühe zwang ich es nieder. Dann der Frau Marte und das Weitere wisst ihr ja. Was meinst du mit dem Weiteren? Nun ja. Frau Marthe kam und geiferte wie närrisch. Neugierig liefen alle Nachbarn vor das Haus. Es kamen Knechte, Mägde, Hunde, Katzen. Und ein Spektakel war es, das mich Ohren wollen. Frau Marthe fragte Eve, ob denn ich den Krug zerbrochen hätte. Und Eve nickte, glaube ich, ja. Und der Schuster Lebrecht, glaube ich, hat zwei Beulen auf dem Kopf. Der Schuster, Eve. Pfui, ich schäme mich für dich. Rede, erst wenn ich dich frage, dann frage ich das Mädchen. Bitte, euer Garten. Müsst ihr Zunge trocken. Lise! Ein Glas mit Wasser. Kann ich euch gleichfalls? Ich danke. Einen Moselnuss oder Rheinwein? Nein. Lise. Wenn ich es recht bedenke, euer Garten, so eignet sich die Sache. Fest steht, dass nichts ganz sicher ist. Der eine glaubt, der andere meint und was die Eve sagen wird, ist gelogen. Gelogen, Richter? Ja, weil sie sich so unschuldig scheinen wird. Ja, habt ihr ein Urteil schon gefasst? Wenn ich, weil das Gesetz im Stich mich lässt, Philosophie zu Hilfe nehmen soll, so war es der Lebrecht. Wer? Oder der Lebrecht? Wer? Oder Lebrecht, der den Kuh.
Und wer also war's? Der Lebrecht oder Rupprecht? Ihr greift, ich sehe, mit eurem Urteil ein, wie eine Hand in einen Sack voll Erbsen. Wer nimmt das Mädchen jetzt? Fort! In Gottes Namen, seid ihr bereit, Herr Schreiber? Bereit. Mädchen trägt vor. Ich bin die Eva, die Tochter der Formate. Dem Amt ist sicherlich bekannt. Sprich, sprich, Evchen, hörst du? Sprich jetzt. Du bist vernünftig, Eva, und deshalb rate ich dir, das, was du sprichst, genau zu überlegen. Denk, dass du hier vor Gottes Richtstuhl stehst und kränk mich nicht mit Plappern, hast du Sache nicht gehört. Ein Richter? Immer, weißt du, ist ein Richter. Der eine braucht den Holz und der andere den Mann. Sagst du, das ist der Lebrecht, war es gut? Sagst du, das ist der Lebrecht, war auch gut? Sprich so, es wird sich alles, wie du es wünschest, finden. Vor allem, wenn keine neuen Namen nämlich in Acht. Wenn ihr so weiter schwätzt, seid ihr die längste Zeit der Richter hier gewesen. Macht fort! Verzeihung, euer Gnaden, die Eva weiß, ich bette, was ich... Sag, wer es war. Mutter! Du! Ich rate dir, als ob sie eine Urne wäre. Die Eva tut mir leid. Lass doch den Krug. Ich bitte euch. Ich wollte, ich hätte ihn selbst zerschlagen. Das ist ein Wort. Ruprecht bezahlt den Krug und Verhandlungen kann geschlossen werden. Einige los! Eva, sag nun, wer es war. Ich zerschlag dir alle Knochen! Wer war es dann? Es ist doch nichts geschehen! War es der Schuster? Der Lebrecht, Evchen! Sag, dass es kein Lebrecht war! Ja, schämt er dir! Wie kann Eva, er sagen, dass... du stehst hier vor Gericht und schuldest ihm Respekt. Respekt vor Richter Adamholtner? Er hat den Lebrecht gestern in die Stadt geschickt. Nach Utrecht vor die Kommission, die ihn vom Waffendienst befreien soll. Wieso befreien? Lebrecht, euer Gnaden, ist kränklich und kommt häufig außer Atem. Da taugt er zum Soldaten nicht. Doch das muss ihm die Kommission bestätigen. Bis er zurückkommt, dauert es 2 Tage. Wie kann der Richter Adam also glauben, dass Lebrecht gestern Nacht den Krug zerbrochen hat? Steigt dir also noch ein Dritter nach? Sterb vor Schande. Vielleicht war es doch der Lebrecht, euer Gnaden. Ja, und die Eva schützt ihn nur, weil sie ihn liebt. Und er nun ja, er spielt die Unschuld, weil er sich sonst schämen müsste. Eva, sag endlich uns die Wahrheit. Was hat sie wirklich zugetragen? Rede schon! Dass Ruprecht nicht den Krug zerschlug, will ich mit meinem Eid beschwören. Genauso, dass der Lebrecht es nicht war. Den Übeltäter darf ich nicht verraten, ein Menschenleben hängt daran. Ja, wie viel Jahr? Musst du denn wohl schweigen? Ihr schweigt jetzt! Lasst sie reden! Und du, schwör keine Meinheit, Eva. Den Stuhl setze ich dir vor die Tür und sage, geh, mein Kind, die Welt ist weit, da zahlst du keine Miete. Und lange Haare hast du auch geerbt, woran du dich kommt, Zeit kommt, Rat kannst hängen! Ruhig, Frau Marte. Der Ruprecht war es, der mir den Krug zerschlug. Jetzt fällt's mir wieder ein. Lass doch die Gitte rufen, euer Gnaden. Meine Tante? Meine Schwester, Brigitte? Ja, sie hat euch gehört. Dich und die Eva, gestern vor 11. Als dieser Krug noch nicht zerbrochen war. Es war vor 11, als Ruprecht und die Eva im Garten schritten. Und später trat er dann die Türe ein. Wer einmal lügt, dem ist auch alles andere zuzutrauen. Mutter! Wer weiß, was die nicht schon im Garten mit der Eva. Mit der Eva? Ich? Im Garten? Nie. Das war der Dritte. Und die Tante? Die hat sich wohl geirrt. Ich habe im Garten nicht mit der Eva gestritten.
Schafft diese Frau herbei! Das ist kein wahres Wort! Das ist nicht möglich! Na, wart mal, Lunke! Der Schreiber geht. Schafft Frau Brigitte herbei. Wenn du gelogen hast, mein Sohn, dann kannst du was erleben! Ihr wahrer Name, den Dreck zu ziehen! Ich lüge nicht, Vater, und ich brauche mich nicht zu schämen! Wenn Tante Brigitte recht behält, nimm dich in Acht! Sag lieber gleich, ob mit der Eva ein Geheimnis dich verbindet, von dem wir eigentlich erfahren sollen. Ein Geheimnis? Welches? Hast du nicht gestern Abend eingepackt? Ein Bündel Wäsche, weil ich noch nach Utrecht muss, um mich beim Regiment zu melden. Mich behalten Sie. Ich bin gesund und nicht so mickrig wie der Schuster Lebrecht. Vorgestern wusstest du noch nicht, ob du am 5. oder 6. Tag nach Utrecht gehst. Muss man denn alles erst am letzten Tage tun? Könnt ihr zur Sache etwas sagen? Ja, euer Plan. Ich bin der Bauer Veit, der Vater des Beklagten. Ich war daheim, als ich ihn unterbrach. Ich war von seiner Unschuld überzeugt und kam hierher, um das Verlöbnis aufzulösen. Die Eva sollte mir das Silberkettchen wiedergeben, das Ruprecht zur Verlobung ihr geschenkt hat. Es ist ein Erbstück von der Mutter und viel zu schade für eine Dirne. Aber wenn die beiden unter einer Decke stehen... Lass Frau Brigitte holen, Herr Adam. Hat die Verhandlung euch nicht allzu sehr ermüdet? Schlage eine Ruhepause vor. Ich bin wohl auf. Herr Schreiber. Nehmt euch der Sache selbst ein wenig an. Bestellt die Frau Brigitte vors Gericht und bringt sie eilends her. Ja, euer Gnaden, eilends. Und ihr, ihr guten Leute, nehmt inzwischen Platz. Die Leute sollten draußen warten, euer Gnaden. Warum? Nun ja, wir könnten miteinander reden. Gerade deshalb lasst sie hier. Sie könnten sonst vermuten, dass wir das Urteil unter uns besprechen, zum Nutzen jenes Dritten, den das Mädchen nicht verrät. Ja, gebt ein Glas Wein in der Zwischenzeit. Von Herzen gern. Hey, Wiesen! Ja. Soll es Wein vom Rhein sein, von der Mosel oder vom Franzen? Vom Rhein, Herr Richter, wenn ich bitten darf. Gieße und butterfrisch gestampft. Hm? Käse auch aus Lüneburg und von der fetten pommerschen Räucherkreis. Halt einen Augenblick, bitte. Mach nicht so viel Umstände. Diese geh, tu, wie ich sage. Zum Wein reicht etwas Brot. Wenig zu viel Käse, euer Gnaden. Denn der Käse, der schließt den Duft der Reben. Gut, zum Wein den Käse, weiter nichts. Lise! Brot und Käse! Ich bin zwar Junggesell geblieben, doch weiß ich, was zum guten Mahl gehört. Was ich noch sagen wollte, Richter. Habt ihr denn zu eurer Wut? Das ist ein böses Loch im Kopf, der Mann. Ich fiel. Ihr fielt. So. Wann? Gestern Abend? Nein. Heute Morgen, da ich aus dem Bett stieg, rutschte aus, schlug den Kopf mir dort am Ofen an. Von hinten? Wie von hinten? Ja, oder vorn? Wir haben zwei Wunden. Vorn und hinten. Von vorn und von hinten. Elise! Wie? Erst so und dann so. Erst auf die Ofenkante, wie vorn die Stirn mir einstieß und so dann vom Ofen rückwärts. Und ich will auch im Hinterkopf zuschauen. Elise, bist du eingeschlagen, faules Ding? Seid auch noch zerkratzt. Wenn ihr nicht ledig wärt, müsste ich auf Ehekrankheit schließen. Nein, euer Gnaden. Zwei Verlegen sind es nicht. Die Magd hat frisches Strauchwerk hinterm Ofen aufgestellt. Das seid ihr auch noch ihm gefallen. Ja, zum Wohl. Zum Wohl, Herr Gnaden. Auf das Wohl. Gerade auch heute noch die Perücke einzubüßen. Die hätte euch eure Wunden doch bedeckt. Stummer Zufall. Das war gestern spät am Abend. Ich,
Ich saß bei Tisch und las bei Kerzenlicht einen Aktenschrank. Brille hatte ich verlegt und nicht gefunden. Also, so beugte ich mich nicht auf das Papier und dachte Schatz. Wie Zunder brannte die Perücke in der Kerze. Wie Sodom und Gomorra. Mit Mühe riss ich die Fackeln mir vom Kopf. Perücke Nummer 2. Den Retter. Sehr zum Wohle, Herr Hörner. Wenn Rupolek recht hat, ist der Blutzerbrecher an den Wunden zu erkennen, die der Beklagte geschlagen hat. Gewissen Schluck noch, Herr Hörner. Mein Glas ist voll, ich habe kaum getrunken. Frau Marte, auf ein Wort. Wie hoch, sagt, liegt das Fenster in der Kammer, in welcher eure Tochter Evi schläft? Im ersten Stock. 9 Fuß vom Boden ab vielleicht, das ist nicht hoch. Doch unbequem zum Springen. 2 Fuß weg von der Hauswand wächst ein Weinstock am Spalier. Er reicht fast bis zum Dach hinauf und steht wie eine Mauer. Sehr zum Wohle. Wie oft traufst du den Zünder auf den Kopf, als aus dem Fenster du auf ihn hinunterschlugst? Ja, dich dort meine ich, Rupprecht. Wie oft? Wird man's hören? Na ja, rauf, erfasst du es? Mit der Klinke? Ja, aber was weiß ich? 2-mal. Und tüchtig? Mit der Klinke. Mit der Klinke. Du konntest den Dunkel nicht erkennen? Nein, euer Gnaden. Der Satan warf ja oben Sand mir in die Augen. Vielleicht war's Rupprecht bei euer Gnaden. Mehr können wir nach Rupprecht nicht genannt sein. Der Rupprecht war's. Ich war's nicht. Nehmt wieder Platz. Und nun zu euch, ehrlich gesagt. Rückkehr noch gefällig. Kehrt bei Frau Marte zuweilen ein? Nur hin und wieder. Ihr verstorbener Gatte war mein Freund, doch jetzt die Verbindung längst gelockert. Wenn sonntags er zum Vorwerk geht, guckt im Vorübergehen er mir durchs Fenster. Sagt mir und meiner Eve guten Morgen, besucht hat er uns lang nicht mehr. Sehr zum Wohle. Zum Wohl. Mir bitte nach. Ja, schenkt noch mal ein. Eins wollen wir noch trinken. Ich bitte euch sehr, Herr Richter. Zu euren Diensten. Macht mich glücklich. Sehr zum Wohl. Zum Wohl. Mir bitte nach. Und hierher. Ist das die Frau Brigitte, ich da habe? Ja, ja, die Frau. So lasst den Fall uns nun zu Ende bringen. Was bringt uns Frau Brigitte da für eine Perücke? Ich fand sie bei Frau Marte im Spalier. Was? Gleich einem Nest im Kreuzgeflecht des Weinstocks. Was ist hier? Dicht unter dem Fenster, wo die Ewe schläft. Im Spalier? Herr Richter, bin vertraut, habt ihr mir etwas zu gestehen? Wisst ihr nicht? Die Perücke da? Ich meine euer Laden, ich erkenne es. Wie kam sie zu Frau Marte in Spalier? In Spalier. Habe ich keine Ahnung. Vor 8 Tagen gab ich dem Rubrecht sie nach Utrecht zum Perücken machen. Warum hast du, Herr Lunde, beim Meister mir befohlen, sie nicht abgegeben? Ich gab sie ab. Der Meister kann es bezeugen. Sie abgegeben. Und nun hängt sie im Weinspalier beim Markt. Na, mag kein Nein hier. So weit kommst du nicht. Das unterstellt dein übler Streich. Ihr sagt also, ihr hättet die Verrückten zum Verrückten machen. Das war so. Und bevor der Rupprecht vergangenen Dienstag mit seines Vaters Ochselweg nach Utrecht fuhr, kam er zu mir ins Amt und fragte, ob in der Stadt für mich was besorgen könnte. Ich dankte ihm und gab ihm die Perücke zum Aufzug hin. Ja, wie konnte ich ahnen, was der Lümmel mit ihr plant? Ich gab sie beim Perückenmacher ab! Belüg mich nicht, ne? Du setzt es selbst hier auf und ließ es dem Spalier gehen. Das ist nicht wahr! Und nun zu euch, verehrte Frau Brigitte. Wie war es doch gestern Nacht im Magdensgarten? Wenn ich es recht bedenke,
Dann ist der Ruprecht es wohl nicht gewesen. Was? Mir sagtest du es anders. Sie will den Neffen schützen, das ist klar. Oh nein, Herr Richter. Neues ist dazugekommen. Was mich jetzt anders denken lässt. Was sag ich euch? Das glaube ich nicht. Sprecht weiter, Frau Brigitte. Gestern Nacht ging ich zu meiner Nichte. Sie wohnt im Vorwerk und liegt schwer im Kindbett wieder. Kurz vor 10:30 kam ich an Martens Haus vorbei und hörte aus dem Garten aufgeregte Stimmen. Ich glaubte, die von Evo und vom Ruprecht zu erkennen. Da dachte ich, was sich liebt, das streitet sich und mischt mich nicht ein. Na und? Ist der Ruprecht doch gewesen? Das glaubte ich zunächst. Doch wird es wohl anders sein. Wenn ich bedenke, was danach geschah und was ich auf dem Weg hierher sehe. Ihr sollt nicht denken, sondern bei der Sache bleiben. Herr Richter. Ja, redet weiter, Frau Brigitte. Da ich vom Vorwerk nun zurückkehre, zur Zeit der Mitternacht etwa, und just im Lindengang von Martens Garten bin, huscht da ein Kerl an mir vorbei. Kahlköpfig, mit einem Pferdefuß. Und hinter ihm erstickt wie Pech und Schwefel. Ich sprech ein Gott sei bei uns, dreh entsetzensvoll mich um und seh die Glatze ihm verschwinden, wie faules Holz den Lindengang durchleuchten. Du meinst der Teufel was? Ich weiß, was ich gesehen und gerochen. Der Leibhaftige? Ja, der Teufel. Na ja, dann mag sie. Das mit dem Teufel ist Geschwätz. Wollen euer Gnaden sie vollenden lassen? Kein Geschwätz. Ich habe einen Zeugen. Schreiberlich. Was? Seid ihr verrückt geworden? Nein, euer Gnaden. Und mit dem echten Teufel hat das nichts zu tun. Oh, doch! Als mir die Marthe heute früh von Ewe, Ruprecht und dem Krug erzählte, erzählte ich ihr, dass sich die zwei kurz vor 10:30 im Garten vor dem Haus gestritten hatten. Marthe regte sich gewaltig auf. Ich redete ihr lange zu, dann ließ ich sein. Sie lief danach gleich aufs Gericht. Auf einmal war ich mir nicht mehr so sicher, dass Ruprecht mit der Ewe gestritten hatte. Der Teufel fiel mir ein und mir kroch's heiß und kalt von Kopf bis zu den Zehen. Die Neugier trieb mich zum Spalier. Und was, ihr Herren, finde ich im Schnee? Des Teufels Unterschrift. Ich finde eine Spur. Der rechte Abdruck stammt von einem Menschenfuß. Der linke, unförmig in den Schnee getreten. Ein ungeheurer Pferdefuß, wie nur der Teufel ihn besitzt. Geschwätz, Wahnsinniges. Das ist nicht möglich. Oh doch! Und am Spalier, da wo der Aufsprung war, ist ein zerwühlter Kreis in Schnee getreten, als hätte eine Sau sich drin gewälzt. Dieser Teufelskuhle aus führt die Spur durch den Garten zur Allee. Menschenfuß und Pferdefuß. Und Menschenfuß und Pferdefuß. Und Menschenfuß und Pferdefuß. Und Menschenfuß und Pferdefuß. Gehört ihr zu den Leuten, Frau Brigitte, die auch am hellen Tage träumen? Ganz bestimmt. Verzeihung, euer Gnaden. Diese Spur ist nicht geträumt. Sagt doch, sie hätten sie gesehen. Ja, euer Gnaden. Und vom Teufel stammt sie nicht. Es sind zwei Menschenfüße nur. Normal, der rechte. Und der linke ist verklumpt. Als Schreiber ich mich vorhin holen kam, erzählte ich ihm von der Spur.
und wir verfolgten sie ein Stück zu zweit. Jenseits des Gartens, in dem linken Gang, da wo der Teufel Pech und Schwefel von sich bläst, entdeckten wir nun ja... Nicht Pech und Schwefel, sondern Menschliches. Ich trage an, dass wir, bevor wir nun das Urteil fällen, bei der Synode fragen an, ob das Gericht befugt sei, anzunehmen, dass Belzebub den Krug zerbrochen hat. Ach, ein Antrag, wie ich ihn von euch erwartet habe. Herr Schreiber, was meint da ihr dazu? Euer Gnaden werden nicht die Synode brauchen, um zu urteilen. Vollendet mit Erlaubnis den Bericht Ihrer Frau Brigitte. Ihr Schreiberlichter, lasst uns die Spur ein wenig doch verfolgen. Sehen, wohin der Teufel wohl entwischt sein mag. Gut, sagt er, ein guter Anfang. Und jetzt 20. Zuerst jetzt finden wir jenseits des Gartens in dem Lindengang. Den Platz, wo Schwefeldämpfe von sich lassen. Nicht weit davon steht jetzt ein Denkmal. Denkmal? Vorüber, bitte. Vorüber, Ihre Bitte, Frau Brigitte. Wohin die Spur euch führte, will ich wissen. Wohin? Den nächsten Weg zu euch. Zu uns? Hierher? Zum Hause des Herrn Adam, ja. Es wird doch wohl der Teufel nicht hier im Gerichtshof wohnen. Ich weiß nicht, ob er hier in diesem Hause wohnt. Doch hier... Hier ist er abgestiegen. Die Spur im Schnee führt bis zu dieser Schwelle. Er sollte hier durchpassiert. Oder durchpassiert. Mag sein, auch das. Vorn aus, verzeihen euer Gnaden, keine Spur. Da ist der Weg zertreten. Zertreten, durchpassiert. Da ist der Kerl, der mich verderben möchte, wenn sie in den Registraturenkasten stimmt. Schreiberlicht. Sagt, ist hier jemand im Ort, der einen Klumpfuß hat? Jawohl, euer Knab. Ja, wie ihr? Ihr solltet Richter Adam danach fragen. Nun? Ich weiß von nichts. 10 Jahre bin ich hier im Amt zu Häusern. So viel ich weiß, alles gerade gewachsen. Und wen meint ihr? Herr Richter, lasst doch eure Füße draußen. Was versteckt ihr sie denn unterm Tisch? Man könnte meinen, ihr wärt diese Spur gegangen. Wer? Der Richter Adam? Ich? Die Spur? Bin ich der Teufel? Ist das ein Pferdefuß? Der Fuß ist gut. Ein Fuß, wenn den der Teufel hätte, könnte er auf die Bälle gehen und tanzen. Das Einzige, das mich am Teufel zweifeln lässt, ist die Perücke. Wer sah den Satan je in solcher Tracht? Was wollt ihr damit sagen, Frau Brigitte? Nichts gegen euch. Doch wenn es der Ruprecht nicht gewesen ist... Und wir wissen nicht, was in der Hölle Mode ist. Man sagt, für gewöhnlich trägt er eigenes Maß. Doch auf der Erde, bin ich überzeugt, wirft er in die Perücke sich, um sich den Honorationen beizumischen. Nichts würdiger. Was euch noch schützt, ist einzig und allein die Ehre des Gerichts. Schließt eure Sitzung. Glaubt ihr, ich hätte nicht der Richter gestern im Weinstock die Perücke eingelöst? Die eure ist im Feuerjahr wie Sodom und Gomorra aufgegangen. Vielmehr verliebt gnädige Herr. Katze hat in die Seite gekühlt. Mir sagtet ihr, dass die zweite verbrannt sei. Euer Gnaden, hier bin ich der Richter. Und mein Wort zählt mehr als übler Anschein. Gut, so sprecht das Urteil. Wie ihr befehlt. Den Täter, den Ruprecht, bring ich ins Gefängnis. Und für welche Zeit werde ich noch bestimmen? Ich? Ja? Ins Gefängnis? Und den Krug wirst du ersetzen nach Gebühr. Ach. Der Ruprecht wird nicht eingesperrt, euer Gnaden. Jetzt sag ich's, wer es gewesen ist. Schweig! Der Richter Adam hat den Kuh zerbrochen. Beruhigt euch!
Schreiberlicht an seine Stelle. Ah, zu gültiger Herr! Vielen Dank! Wenn ihr jetzt nicht helft, sind wir verloren. Wieso verloren? Den Ruprecht, bitte rettet vor dem Krieg. Vor welchem Krieg? Bist du bei Trost? Ich bitte euer Gnaden. Ich verstehe kein Wort. Richter Adam hat mir im Geheimen anvertraut, dass Ruprecht zu dem Regimente kommt, das nach Ostindien muss, um dort zu kämpfen. Da kehre von 3 Männern nur ein einziger zurück, jeder zweite sterbe an der Seuche. Wie nach Ostindien? So sagte Richter Adam. Hier ist der Brief, den er mir gab. Der schriftliche Befehl, den die Regierung heimlich nur erließ, um die Bevölkerung nicht aufzureizen. Unerhört! Sag, Schreiberlich, ist das ein Schreiben, das jüngst aus Utrecht kam? Nein, euer Gnaden. Das ist eine Fälschung, die Richter Adam wohl geschrieben hat. Die jungen Männer, die jetzt eingerufen werden, sind nur zu diesem Heimatland bestimmt. Kein Mensch in der Regierung denkt daran, sie nach Ostindien zu verschicken. Liebe Lohnrichter, hören Sie nicht. Mir sagt er, wir können einen Attest verfassen, dass Ruprecht vom Ostindien nicht befreit. Um es zu schreiben, schlich er gestern Nacht zu mir. Als er den Preis für die Gefälligkeit verlangte, verschlug es mir vor Scham den Atem. Liebe! Als Ruprecht kam, sprang Adam aus dem Fenster. Ja, und ich schwieg bis jetzt, weil ich dem Brief des Lüstlings glaubte und Ruprecht vor dem Tod bewahren wollte. Das ist mein Liebchen. Mein Liebchen! Die habe ich doch so schändlich nicht beleidigt. Verzeih mir, Liebe. Der Adam läuft als Jagdlieb, der Teufel! Hol ihn zurück, dass es sich nicht um Kopf und Kragen läuft. Ich eile, euer Knapp. Ich eile! Vom Amt ist er suspendiert. Angst und Schande sind im Vorgriff schon auf seine Strafe. Ach, verzeiht! Wo finde ich in Utrecht die Legierung? Warum fragt ihr, Frau Marte? Des Kluges wegen. Wie ich den Adam kenne, braucht seinen Spruch des obersten Gerichts, dass er ihn ersetzt. Da habt ihr recht. Ihr findet das Gericht am großen Markt. Die Sitzung ist am Dienstag und am Freitag. Auf die Woche stelle ich dort nicht ein! Im Hause eines Wissenschaftlers lebt sie in dessen Familie, lernt Sprachen, Naturgesetze, Philosophie und das Klavierspiel. Und als auch Lingewart für Eve zu eng wird, zieht sie nach Amsterdam und gründet dort ein Internat für Mädchen. Eve bleibt unverheiratet und widmet ihr Leben mit Hingabe der Erziehung und Bildung. Ruprecht Tümpel versucht noch einige Male, um Eves Hand anzuhalten. Vergebens. 5 Wochen nachdem Eve fortgegangen ist, heiratet er Henriette Berl, ein junges Mädchen aus Häusern. Henriette ist von Geburt an verwachsen. Mit ihr bekommt er 7 Töchter. Einen Sohn bekommen die Bauern nicht. Ruprecht, der den kleinen Hof seines Vaters erbt, arbeitet viel und hart. Die Abende und Feiertage verbringt er in der Dorfschenke von Häusern. Oft kommt er fluchend und trunken spät nachts über den Steg zum Lindengang und verschnauft sich ein wenig an Martens Garten.
Tür. Dort weint er. Frau Brigitte hat manches nicht recht verstanden. Aber dass sie den Teufel gesehen hat, gesehen und gerochen, das weiß sie gewiss. Und noch viele Jahre später erzählt sie von der unheimlichen Begegnung in jener letzten Januarnacht von Heusum. Und immer wieder schildert sie die Geschichte, wie sie sich Heusum schützend vor dem Satan stellte. Wie sie den Belzebub an den Hörnern fasste, gleich einen Ziegenbock. Ihr nacktes Leben riskieren, hat sich Frau Brigitte für ganz Heusum ein Denkmal gesetzt. Ruprechts Vater, Feind Tümpel, bleibt lange unversöhnt. Das Silberkettchen, das Evi ihm zurückschickt, wirft er wütend in den Ofen. Und alles nur wegen eines zerbrochenen Krugs. Lächerlich. Die schiefe Henriette, die der Ruprecht dann ins Haus nimmt, die ist langsam, faul und ständig schwanger. Und die Marthe grüßt ihn weder auf der Straße noch in der Kirche. Und die Frau Brigitte, seine Schwester, schielt ihn von der Seite an und grinst dabei. Frau Marthe wird sehr einsam. Als Evi ihr einziges Kind Häusung verlässt, sitzt sie oft Abend für Abend in ihrer Stube und fantasiert. Wie schön wäre die Wendung in ihrem Leben, wenn ihre Evi den Ruprecht doch genommen hätte. Wenn sie, Marthe, vielleicht auch auf dem türkischen Hof hätte umziehen können, zusammen mit der Hefe. Stattdessen wird sie siebenmal zur Unzeit auf den Hof gerufen, muss Henriette Ruprechts schiefes Weib entbinden. Aber keins der Hörner ist ihr Enkelkind, Hefe nicht die Mutter. Marthe bleibt allein und verstummt. Und ihr Krug, der bleibt zerschlagen. Und der Schreiberlicht wird doch nicht Richter und hat ja doch so gehofft. Der neue Arbeitgeber scheut ihn, schikaniert ihn, lässt ihn springen und seine Haare fallen weiter aus und sein Rücken krümmt sich immer tiefer. Bei sich zu Hause lässt Licht den Ofen aus. Es lohnt das Holz die Kohle nicht. Und eine Frau zu warten, die hat er nicht. So eilt er täglich in das Amt, das sein Zuhause ist wie kein anderes. Hat es doch warm hier und Kartoffeln kriegt er auch. Seine Nase läuft und läuft und läuft. Die Liese, Adams Magd, was wird aus dir? Ihr Leben langsam an ihr vorbei, durch sie hindurch. Man ließ sie stehen, nein, man ließ sie sitzen. Zwar ist sie schlampig, trutschert, faul, doch nimmt der neue Richter sie zur Frau. Liese, Adams Magd, geht übern Dorfplatz und zur Kirche in den allerneuesten Kleidern. Und auf dem Kopf ein Hut mit Federn und in der Hand ein Sonnenschirm. Liese und ihr Mann, der Richter, essen von Goldrandgeschirr. In der Küche sitzt die Grete mit dem Eimer. Und die Grete schält Kartoffeln. Adam! Adam wird seines Amtes als Dorfrichter zu Häusum enthoben. Es wird ihm der Prozess gemacht. In allen Punkten wird er für schuldig befunden. Missbrauch der Amtsautorität, Überheblichkeit gegenüber den Prozessparteien, willkürliche Prozedur und Parteinahme, Voreiligkeit der Wahrheitsfindung, groteskes Fehlurteil, Hausfriedensbruch, sexuelle Nötigung, Lüge, Erpressung, Betrug, Urkundenfälschung, Bestechung, Demütigung, Korruption, Flucht, Trunksucht, Völlerei. Adam wird nach Ostindien, wo er im Krankenlager der Kolonie eingesetzt wird. Er hilft bei der Verpflegung von Invaliden und malariakranken Soldaten. Schwitzend träumt er nachts auf seinem Lager von fetter pommerscher Räuchergans und von Danziger Gold.